تبرأ جروح الكثير الجاري. أسمو kommen die 72 Gruppen für ewig in das Höllenfeuer. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة. Diese Überlieferung ist gesichert, liebe Geschwister. Lasst euch nichts von Leuten erzählen, die sagen, diese Überlieferung ist gesichert. Alhamdulillahi rabbil alamin. Und es gibt viele Überlieferungsketten und bei verschiedenen Hadithbüchern ist diese Überlieferung gesichert. Es wird 73 Gruppen in meiner Umma geben, 72 gehen in das Höllenfeuer. Natürlich, hier müssen wir auf ein Wort achten. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? Taftariku ummati, meine Umma. Was ist hier gemeint, meine Umma? Das sind Muslime. Das sind Muslime, wenn aber auch mit Fehler. Kulluhum finnar illa millatan wahid. Alle sind im Höllenfeuer, außer eine Mille. Was heißt das, alle sind im Höllenfeuer? Bedeutet am, allgemein. Es gibt Leute, die hatten Jahl. Es gibt Leute, die hatten Ta'wil. Was heißt Ta'wil? Sie haben eine Sache anders verstanden. Diese Leute können Yawm al-Qiyamah entschuldigt sein. Aber dann gab es Leute, sie waren ihre Führer. Sie wussten ganz genau, zu was sie berufen haben. Und manche von ihnen erreichen den Grad von Kufr. Möge Allah sie uns bewahren. Aber allgemein, diese 72 Gruppen sind muslimische Gruppen. Das heißt, sie haben Fehler in der Aqida und deswegen gehen sie in das Höllenfeuer. Und das beweist uns auch, dass wenn du eine falsche Aqida hast, du welcher Gefahr ausgesetzt bist, dass du in das Höllenfeuer gehst. Deswegen sagen wir, lernt eure Aqida. Aber zu wem sprichst du? Es gibt Leute, der sagt, du hast falsche Aqida, der hat nicht ein Buch gelesen. Es gibt über 3600 Bücher der Aqida. Er sagt, du hast falsche Aqida, er hat nicht ein Buch gelesen. Was hat er gesehen? Ein Dschihad-Naschid. Von 2 Minuten. Und der will dir was über Aqida erzählen. Das ist das Problem, was wir in der heutigen Zeit haben. Ja, Allah, gestern habe ich noch gehört, meine Familie sagt zu mir, Schwestern streiten sich gerade in einer Facebook-Gruppe, ob Sheikh bin Baz ein Kafir ist oder nicht. Was willst du noch zu solchen Leuten sagen? Fi qulubihim marad, fazadahum Allahu marad. In ihren Herzen ist Krankheit, so hat Allah diese Krankheit gemeint. Weil wer selber schmutzig ist, er muss auch von sich ablenken. Deswegen, liebe Geschwister, diese 72 Gruppen allgemein gehören zu den Muslimen. Wir haben gesagt, allgemein, es gibt unter ihnen Shayatin. Sie wissen ganz genau, was sie machen und sie rufen zu dieser falschen Aqida bewusst, absichtlich, um die Leute in die Irre zu führen. Diese könnten ein anderes Urteil bei Allah haben, aber die anderen werden nicht für ewig in das Höllenfeuer gehen, sondern sie werden eine Zeit bleiben, wie Allah bestimmt hat. Wallahu ta'ala ala wa ala.